Fröhliches Fummeln, ihr Lieben. Wenn ihr zwei Maschen links zusammenstricken wollt, dann macht ihr das folgendermaßen. Diese beiden Maschen sollen jetzt links zusammengestrickt werden. Dafür lege ich mir den Faden wie beim normalen Linksstricken hier nach vorne. Vor die Arbeit steche hier in diese beiden Maschen ein, die ich links zusammenstricken will. So, als wäre es nur eine Masche. Ich stelle mir einfach vor, das wäre nur eine Masche und steche von rechts nach links durch die beiden Maschen durch und stricke die dann einfach links ab, so als wäre es eine Masche. Auf der Vorderseite, wenn das glatt rechte hier eure Vorderseite ist, stellt sich das dann als rechts geneigte Masche dar. Also das ist dann eine rechts geneigte Abnahme. Das erkennt ihr hieran, dass ich diese Masche hier oben, diese obere von den beiden, die ihr jetzt da zusammengestrickt habt, von links nach rechts neigt. Das ist eine super Technik, wenn man zum Beispiel Raglan von unten strickt und man die Abnahmen immer in die gleiche Richtung machen will, dann braucht man dieses nach rechts geneigte und auch das nach links geneigte Abnehmen, vor allem wenn man das in Reihen strickt. Also wenn ihr zum Beispiel einen Raglan-Pulli in Reihen strickt und der soll glatt rechts werden, dann sieht das immer ganz hübsch aus, wenn man das auch in diese Richtung neigen lässt, in die man es haben will. Die andere Richtung ist dann eine links verschränkte Abnahme. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann schaut euch hier oben das Video an.